So, keine Angst. Ja, die Audiodatei hat nicht aufgenommen. Das war im selben Zeitraum wie beim Car-Mechanic, aber ab Minute ungefähr 3:50 geht es mit dem richtigen Part los. Das heißt, ihr seht jetzt ganz kurz, was wir vorher gemacht haben, und dann geht es ganz normal weiter. Viel Spaß. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, ein herzliches Willkommen hier zurück zu Minecraft. So, ganz kurz nur drüber schauen, was wir letzte Folge gemacht haben. Wir haben letzte Folge den Wald abgebrannt. Und ich glaube irgendwie vom Prinzip her, dass ihr das gar nicht gesehen habt, kann das sein? Habe ich vergessen, eine Folge vielleicht hochzuladen? Falls ja, tut es mir leid. Ich habe mir dann in der letzten Folge Feuerzeug und Schere gebastelt, ein bisschen Grünzeug geerntet und so und uns endlich einen besseren Überblick verschafft über dieses wunderschönen See, den wir hier vor der Nase haben, würde ich schon fast sagen. Ich hätte keinen Bock, das Ganze abzuholzen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe hier eine Schneise gezogen und brenne jetzt hier nach und nach den Wald komplett ab. Warum ich das mache? Ganz einfaches Prinzip, weil der Wald mir auf den Sack ging. Also es nervte mich extrem und deswegen brennt das Ding jetzt hier vor sich hin. Also es gibt tatsächlich keinen plausibleren Grund außer diesen. Ich wollte den Wald einfach weghaben. Gut, es ist natürlich jetzt doof, dass hier und da einfach Holzstücke schweben. Konnte ich jetzt nicht unbedingt vermeiden, aber ja, es war die konventionellste Art und Weise, wie ich diesen Wald endlich loswerde. Es ging mir wirklich auf den Keks. Und jetzt haben wir schöne Sicht. Ne? Von da aus, bam, Sicht. So, demnächst werden wir uns hier darum kümmern, dass wir einen vernünftigen Weg haben und so weiter. Aber aus irgendeinem Grund vergesse ich hier und da einfach Folgen hochzuladen anscheinend. Das wundert mich schon jetzt so ein bisschen. Ich mache euch mal ein bisschen Licht in die Bude da rein, ja? Ihr armen Tiere.
So, habt das was schöner. Etwas gemütlicher. Ne? So, wir legen uns mal aufs Ohr und dann gucken wir mal, was der nächste Tag so für uns vorbereitet hat. Würde ich schon fast sagen. Oh, Schafe. So, als erstes gehe ich erstmal kurz hier schauen, ob hier irgendwie da was gewachsen ist. Das ist ja unfassbar, diese Farm. Was ich im ersten Moment jetzt wirklich dachte, funktioniert. Bin ja auch ein bisschen glücklich drüber. Das hier scheint auch zu funktionieren. Momentan brauchen wir aber keinen Kürbis, von daher, da oben ist immer noch, wie heißt es, Kohle. Hier dürfte jetzt alles, glaube ich, soweit bearbeitet sein. Ja, genau, wunderbar. Hier haben wir noch ein bisschen Gold gefunden. Das kann der auch noch schnell bearbeiten. Und dann können wir uns, wenn wir dabei haben, nein, habe ich nicht dabei. Dann gammel ich mir ein bisschen Holz hier an dem Baum. Zack. Eben noch 50.000 Hektar Wald abgeholzt und jetzt... Was ist das für ein Geräusch? Oh mein Gott. Hi, Zombie. So. Haben wir auch wieder Ruhe vor dem. Der doof. Der geht mal auch zwischendurch echt auf den Keks. Also im gesamten Zombies, ne? Aber ich glaube, das muss ich euch nicht erzählen. Ich glaube, euch gehen die Zombies genauso auf den Sack wie mir. So. Da haben wir eine schöne Axt. Die reicht da aus. Um ein bisschen Holz zu schlagen. Vielleicht das Holz, was übrig geblieben ist, hauen wir jetzt mal weg. Oder vielleicht hauen wir die andere Lichtung auf der anderen Seite weg. Oder ich bin auch am Überlegen, vielleicht den Weg hier vorzubereiten, dass wir hier vorne schön bauen können. Da bin ich mir alles noch nicht sicher. Ich bin mir nur in einem ganz sicher, dass ich endlich diese Bäume los bin, weil die, ja, wie soll ich sagen, gingen mir schon dezent auf den Sack. Ich weiß nicht warum Bäume mir so dermaßen auf den Keks gegangen sind, aber doch ja. Sie haben mich irgendwo gestört. Ich weiß auch nicht warum. Zack, 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 so. Weil ich zu faul bin, zu ernten, beziehungsweise es wegzumachen, benutze ich dafür auch nun das Feuerzeug. Vorteil ist natürlich, was mir gerade aufgefallen ist, es ist eine saubere Verbrennung, ne? Also es ist alles weg, was irgendwie genervt hätte können. Ich kann das hier noch kurzerhand abernten auch. Ich rette es so gesehen noch vor seinem Tod. Zack. Das bisschen hier noch ganz kurz weg. Damit so schön. So, das bisschen Holz hier rette ich noch. Zack, zack, zack. Haben wir das auch gerettet. Schön. Nur noch Pilze. Pilze finde ich vollkommen okay, die stören nicht. Außer der, der ist echt übertrieben groß geworden. Ich weiß aber auch nicht warum, vielleicht wegen dem Feuer. Dachte er sich, hey, fuck hier, ich wachs einfach mal ins Universum. Der übertreibt das. So große Pilze kenne ich in Minecraft und so große Pilze. Vielleicht noch so große Pilze. Das da sieht irgendwie so handmade aus. Ich weiß auch nicht warum. Egal. Gut, des Weiteren bin ich gerade am Überlegen, ob wir den Weg so bauen oder ob wir einen Weg so bauen oder ob wir gar keinen Weg bauen. Nein, doch, ein Weg wird existieren. Definitiv. Oh, ich hasse. Wo bist du, scheiß Skelett? Hallo, Schaf. Irgendwann holen wir dich, dann züchten wir dich und dann haben wir ganz viele Schafe. Irgendwann aber erst. So, dafür brauche ich jetzt erstmal eine Schaufel. Ich werde jetzt erstmal den Weg rechts fertig machen, dann den Weg links fertig. Zack. Schaufel. So sehen, dass wir hier so gemütlich einen Weg haben. Der eben... Ja doch, ich würde schon fast sagen, der eben sicher ist, ne? Also ich möchte wirklich einen schönen Weg haben, den man gehen kann, ohne Angst zu haben, was in der nächsten Ecke auf einen wartet. Dafür ist Minecraft ja definitiv bekannt,
so Creeper oder so eben mal aufplöppen zu lassen. Ich versuche so das Naturbild ein bisschen zu erhalten. Dass wir hier den Weg so im Zickzack gehen lassen, weiß ich auch noch nicht, ob das so gewollt ist von mir. So. Ja, der Sand hier, der wird ersetzt jetzt gleich durch Erde. Wir brauchen hier keinen Sandstrand oder sowas. Wenn wir einen Strand haben wollen, dann können wir uns den auch bauen. Wenn wir keinen Strand haben wollen, dann brauchen wir auch keinen, ne? Oh, das war meine Schaufel. So. Zack, zack. So, dass wir hier so irgendwie auskommen. Vielleicht kann man sich hier sogar eine schöne Höhle durchbauen. Ich weiß noch nicht wie und ob das irgendwie optisch cool wäre, aber ich mach's jetzt einfach mal und hau hier mal ein Loch rein. Sieht schon nett aus, oder? Bist too much. So, wenn das ganze Wiese ist, sieht das... Aua. Sag mal, du kleines Arschloch. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Hä? Was denkst du, wer du bist? Was denkst du, wer du bist? Hä? Was denkst du? Was denkst du? Was denkst du eigentlich? Hä? Gibt's ja gar nicht. Kleines Arschloch. So, zurück zur Thematik. Wir sind immer lieb und nett, ne? Ihr wisst es. Axt. Keine Axt. Keine Axt, keine Kohle, ne? Ganz einfaches Prinzip. Wie gesagt, Sand brauchen wir hier definitiv jetzt, gerade momentan zumindest nicht unbedingt. Woraus der Weg bestehen wird, weiß ich aber auch noch nicht. Was mir auffällt, wir haben auch noch keinen so richtigen Sandstein gefunden. Normalerweise findet man ja Sandstein wie Sand am Meer. Wortwitz. Momentan sieht es da eher mau aus. Bis gar nicht. Also meines Wissens haben wir noch gar keinen Sandstein gefunden. So, das dauert natürlich eine etwas längere Zeit. Hier alles ordentlich gewachsen ist, was mit wie heißt es? Also, dass überall Gras drüber gewachsen ist, das meinte ich eigentlich. Das dauert natürlich jetzt eine gewisse Zeit und kann natürlich auch irgendwie beschleunigt werden mit bestimmten Tricks oder so, aber das wäre jetzt irgendwie wirklicher Blödsinn. Also falls ich die Folge jetzt wirklich nicht hochgeladen habe und ich glaube, die letzte Folge war auch Wo ist mein Haus? Wenn ich Glück habe, habe ich jetzt gerade eben nicht die Sounddateien gelöscht. Falls doch, tut's mir leid. Dann fehlt halt eine Folge. Das ist jetzt nicht so tragisch, würde ich sagen. Alles andere ist ja da. Von daher, es ist halt nur nicht da, wie wir die Bäume anzünden. Das ist jetzt auch kein großes Spektakel oder so, ne? Von daher sehe ich das jetzt nicht irgendwie als dramatisch oder so. Falls ihr das jetzt dramatisch finden solltet, dass es fehlt, dann tut es mir leid, wirklich. Also geplant war das nicht. So, sehr schön. Sieht gut aus, oder? So. So. Zack, zack. Hat was. Richtig schön idyllisch. So ein kleiner Burschgang einfach nur. Wir werden den ganzen Weg wahrscheinlich mit Holz pflastern. Da bin ich mir, wie gesagt, noch nicht sicher. Also,
über die Verwendung, welches Material oder so, da möchte ich mir auch ehrlich gesagt noch gar keinen Kopf drüber machen, weil wenn ich da jetzt nachdenke, welches verdammte Material ich dafür jetzt verwenden möchte, nee, das dauert mir alles zu lang. Hallo Kuh. Gucci, Gucci, Gucci. So, so. Thematik, was ist mit diesem Pilz passiert? Das weiß ich leider immer noch nicht, aber ich denke, der Baum ist einfach reingewachsen und hat den Pilz innerlich zerfressen. Ist das eine plausible Erklärung? Ich würde sagen, ja, aber entscheidet ihr mal. Was ist mit diesem Pilz passiert? Hallo? Keiner da? Sehr gut. So, hier haben wir Bruchstein, habe ich nichts. Hier haben wir normale Andesite. Habe ich einen Andesit dabei? Nein, habe ich nicht. Was haben wir hier? Diorit. Haben wir nicht. Was haben wir hier? Kies. Kies haben wir. Viermal. Immerhin. Der Weg könnte auch aus Kies bestehen, habe ich gerade gesehen. Also Kies haben wir definitiv en masse. Wir haben auch Gras en masse. Sehr gut. Wir können also rauchen. Nein. Hier kommt Holz rein. Hier haben wir noch ein paar Stämme, ein paar Stöcke. Da war es auch wieder. Hier kommt Glas rein. Da kommt allerhand rein. Allerhand ist immer gut. Hier kommen auch die Pfeile rein im Übrigen. Knochen. Auch Setzlinge, Gras, Feuersteine, Laub, Spinnenaugen, Schwarzpulver. Sowas halt, ne? Also für einen alltäglichen, genervten Menschen kommt hier rein. Wolle und so. Huch. Ich würde mal sagen, zu dem Glas könnten wir jetzt auch noch Dingens hier lagern, ne? Sand. Würde jetzt auch nicht irgendwie jemanden töten. Vielleicht doch. Achso, das sind noch Stämme. Dann haben wir noch Kohle. Hier haben wir irgendwo Kohle. Genau, hier ist jede Menge Kohle drin. Hier sind Steintreppen und so ein Kram drin. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir hier in die Alleleikiste noch ein bisschen Rüstung. So. Ich habe keine Rüstungstruhe, wisst ihr? So, Rüstungstruhe. Haben wir jetzt auch eine. Dann gehen wir nochmal hoch und gucken, dass wir da, böse Spinne. Dass wir in unserer Essenskiste hier das gute Essen verstauen. Daraus können wir Brot basteln. Bingo. Wunderbar. Ein leckerer Brotlaib. Haben wir jetzt mittlerweile 10 Brotlaibe. Das ist natürlich mega cool. Und die Steinhake, die packe ich mal da rein, weil wann brauchen wir die bitte? So, ich würde aber sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend, weil wenn der Part hier hochgeladen wird, ist es spät abends. Und ich werde ihn auf jeden Fall am Mittag nochmal posten, dass alle ihn sehen können, die ihn nicht gesehen haben. Und ich würde sagen, Leute, bis dann, bleibt wie ihr seid, danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut. Ciao.